Hallo? Ja, guten Morgen! Guten Morgen, unser lieben Zuschauer! Ja. Bist wieder fit, ja? Ja, geht schon. Ja. Ich war heute um 6 wach. Und ja, ich konnte nicht schlafen wegen dem Auto hier. Du auch nicht, gell? Nee. Aber schon 3 Tage nicht. Ich habe sogar gestern mit der Freundin Streit gekriegt, weil ich das so im Kopf drin hatte und die wollte als was und mir ist so Schatz. Lass mich doch einfach jetzt in Ruhe. Alter. Ja, Leute, wir machen an dem G40 rum. Das Auto haben wir bekommen. Das war schon in einer anderen Firma. Die haben es nicht hingekriegt. Das ist mal angelaufen, mal nicht. Bei uns ist da auch einmal schon angelaufen, ja. Aber hat sich richtig schwer getan. Du musstest richtig viel Gas geben. Dann hat er so, weißt du noch? Und dann ja. Mit Mühe und Not und dann ging er wieder aus, ne? Das haben wir gestern ewig rumgemacht. Dann haben wir mal. Tag. Ja. Da hatte der mal ein bisschen mehr Kompression, ein bisschen weniger. Heute hatte der nur 5 Bar auf jeden Topf. Nur 5 Bar. Der kann nicht laufen. Der kann nicht laufen. So, jetzt haben wir mal geguckt mit Max. Ich weiß nicht, der Besitzer weiß ja auch nicht, was der da gekauft nee. Hat. Ne? Der hat mir die Beschreibung vorhin geschickt in Insta. Was da so drin wäre. Aber ist auf jeden Fall eine Motznocke wieder drin. Wir wissen nicht, ob die Verdichtung runter, wenn die, reduziert ist. Ich finde nicht, dass die andere Kolben haben und die Verdichtung noch runtergenommen haben. Ja. So, und dann haben die vielleicht eine Saugernocke mit extrem Hub, was die ja hat. Ja. Ne? Die hat ja richtig extrem Hub, die Nockewelle. So, und durch den extremen Hub und die lange Überschneidung verlierst du natürlich die Kompression. Ne? Weil das Ventil noch viel länger offen bleibt, bevor der Kolben oben ist. So. Jetzt haben wir draußen mit Max von so einem, was ist das, ein NZ? Ja. NZ-Motor, haben wir die Nockewelle ausgebaut, die passt ja da in den G40 rein, die stecken wir jetzt da rein. Da ist ja die Öffnungszeit kürzer, das heißt, der Kolbe hat viel mehr Weg nach oben und kann viel mehr Kompression aufbauen. Ne? Und ja. Wir hoffen mal, dass wir jetzt so 2 Bar oder so gewinnen und dann sollte das Ding ja eigentlich laufen. Ja. Sollte. Ja, ich hoffe, wenn er nicht läuft, brennen wir an. Dann brennen wir an. Was hast du eigentlich, was hat er denn gesagt, wo du gesagt hast, dass man anbrenne? Er hat gelacht. Der hat den so gekauft. Ja, als irgend so ein Projekt oder was. Die haben es scheinbar auch nicht hingekriegt. Dann hat er ihn ja zu einer anderen Firma gestellt, die haben es ja auch nicht hingekriegt. Ja. So, und jetzt ist er hier. Und wenn wir es nicht kriegen, dann kriegt es, glaube ich, dann müssen wir zu den Autodoktoren hin. Die kriegen es bestimmt hin. So, ich schraube jetzt mal die Nockewelle fest. Mit wie vielen Newtonmeter schraubt man die fest? 25, 25. Also, warte mal, 26, 26, 26, 25. Jetzt kann ich mir, jetzt können wir uns wieder was ja, anhören. Glaubst du das? Des Todes. Ja, wie könnt ihr denn die Nockewelle einfach so anziehen? Ganz einfach, Leute, weil ich das jahrelang mache. Und ich hab's einfach im Gefühl, ganz einfach, ich kann's ja. Halt. Das macht im Kopf knack. Ja, das macht den Kopf knack. Und ich mach das jahrelang so und ich hab noch nie eine Nockewelle gehabt, wo lose geworden ist oder irgendwas. Ganz einfach. Ja. Und der, wo die vorher festgezogen hat, der hat die bestimmt mit Drehmoment festgezogen. Weil die war locker. Weil die konntest du so aufschrauben, die Nockewelle, mit der Hand, schräg dir. Ja, und dann wundern sie sich, wenn hier irgendwas locker wird und die irgendwelche Nockenwellen verlieren oder sonst was für eine Scheiße. Ja. Sollen wir noch was berichten? Justin ist krank. Oh was? Ja, Justin ist krank. Der Justin hat den Max heute nur hergefahren und ist gleich nach Hause gefahren. Ja, der sah richtig, richtig scheiße aus. Ich habe zum gesagt, warum bist du nicht gleich daheim geblieben? Ich wäre woanders dahergekommen. Mhm. Aber er hat gesagt, ein Mann an Bord. Ach, wegen dich abholen dann? Ja, also wegen mich hierher fahren. Ja. Er soll zu Hause bleiben. Ja. Soll er sich auskurieren und fertig. Ich war ja auch ein bisschen zu Hause. Aber du weißt ja, ich halte es sowieso nicht lange zu Hause. Ich auch nicht. Maximal einen Tag. So, Leute, ich mache jetzt das Nockenwellerrad drauf. Und dann bauen wir es zusammen. Dann versuchen wir mal zusammen zu starten, oder? Erklären Sie. Also nichts war's, Leute. Es hat sich nichts geändert. Nichts hat sich geändert. Sollte aber. Ne, mit der kleineren Überschneidung sollte auf jeden Fall die Kompression ein bisschen höher sein jetzt, ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall, ist genau gleich geblieben. Max, was sagst du? Also, und vor allem so wie der aus der Entlüftung nach Sprit stinkt, kommt mir das vor, wie wenn der Sprit einfach am Kolben vorbeiläuft, wie wenn da überhaupt keine Kolbenringe drin wären, weißt du? Tja. Aber weißt du, warum? Der ist ja hier, gut, der ist ja verdammt schwierig, der ist so ganz blöd angelaufen. Ja. Ne? Aber dass jetzt gar nichts mehr passiert, was ist da passiert? Er hat gesagt, der Kopf wäre bearbeitet. Ja, also steht in der Beschreibung. Mein Handy hat, kann ich die Kanäle durchgeschliffen, finde ich.
Das habe ich ja vermutet. Oder irgendwas, weißt du? Ja, oder sind die Ventilsitze zu tief gefräst worden, weißt du? Ja, deswegen war vielleicht auch die Nockewelle nicht ganz so fest. Die Nockewelle war locker. Haben die, weißt du, wenn du die lockerst, ja, dann kann sein, dass du ja natürlich mit dem Ventil noch ein bisschen höher kommst und dass es dann gerade so schließt. Deswegen haben wir Glück gehabt, dass er ja da so leicht angelaufen ist damals, ja, ne? Das kann sein. Wir können ja höchstens eins machen mit der Seriennocken, dass wir dann nochmal lösen, nur leicht lösen. Und gucken mal. Und prüfen einmal Kompression, ob die höher wird. Ja. Wenn das dann der Fall ist, dann sind da die Ventilsitze zu tief gefräst. Da hat einer richtig Bockmist gebaut, ne, am Kopf. Das testen wir nochmal. Und wenn das dann nichts ist, Homo, dann ruf mal an und sage, wir zerlegen die Karre. Wir machen den Kopf runter. Ja. Ja. Also entweder stimmt mit dem Kopf was nicht oder sind da keine Kolberinge drin oder irgendwas. Hat da einer richtig. Ja, aber Kolberinge, dann wird er ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil dann wäre ja im Ölsprit wieder. Aber du, wo wir den gestartet haben vorhin, wo der Deckel unten war, aus der Motorlüftung kommt der Sprit raus. Ja. Ich schwöre, richtig so voll gestanden, so das spritzt schon fast der Sprit raus. Wie wäre das einfach, wie wenn das am Kolbering einfach der Sprit nach unten vorbeiläuft, weißt du? Ja, aber trotzdem hast du ja irgendwas im Dings, im Öl. Ja, das ist immer das, wo ich sage, ne? Die kaufen irgendwas, die Leute. Ja. Wissen nicht, was sie kaufen, der Katze im Sack. Ja, der hat auch gedacht, Projekt, vielleicht Kleinigkeit, bisschen Kabel, bisschen das und läuft die. Weißt du, warum sie es verkauft haben, weil die keinen Bock mehr drauf hatten? Vielleicht haben sie es selber nicht hingekriegt und haben den Kabelbaum rausgerissen und haben gesagt, es liegt an den Kabel. Weißt du ja nicht. Ja, ja, ja. Naja, also wir lösen jetzt mal die Nockerwelle, drehen den mal. Wir lösen die minimal, das hatte ich ja damals bei der Marina, ihr Mutter auch, weißt du noch, an diesem TFSI-Motor oder was das war. Und reicht doch schon, wenn du ganz minimal löst, dass die Ventile vielleicht doch ein bisschen mehr schließen und dann prüft man nochmal nur die Kompression. Und wenn das so der Fall ist, dann Kopf runter. Ja. Komm, Homo, machen wir das mal. Aber Homo, ich hab noch was für dich. Was? Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Raupe? Zwischen mir und einer Raupe? Ja. Aus der Raupe wird mal was. Du Arschloch. Den hab ich mir wo so, hast denn den schon wieder her? Den habe ich mir schon die ganze Woche aufgespart. In Instagram habe ich den gefunden. Ja, aus mir ist auch was geworden. Ja, aber kein Schmetterling, ne? Hey, dann, naja, dann hast du das Mikro überhaupt an. Ja, ja, ja? Ich denke an sowas manchmal. Oh ja, Mann, oh Mann. Es ist schwer, heute mein Kameramann zu sein. Mich wundert es nur, dass der einmal kurz angelaufen ist, weil es zwar verdammt schwer mit Vollgas, und, aber dass jetzt dann gar nichts mehr auf einmal ist, weißt du? Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht hat einer echt Bockmist an den Ventilsitzen gebaut, ohne Ende. Ja, ja, ich meine, das passiert, wenn das einer macht, wo man keine Ahnung hat. Es muss sich auf jeden Fall die Kompression durch die Nockewelle, muss sich ändern. Er muss ein bisschen höher kommen, da ist nichts passiert, da ist kein Unterschied. Gut, also, bis gleich, Leute. Also keine Veränderung, ne? Nachdem wir es gelöst haben, keine Veränderung, gleiche Kompression. Und was ich euch zeigen will, ich frage mich nur, wie wir es machen sollen, weil du hältst nämlich die Kamera. Kann man die irgendwo aufstellen? Ich kann sie da halten, die starten. Kann man die hier rein? Ja, oder du hältst, ich starte. Oder, so genau, ja, machen wir. So, ich halte die Kamera jetzt mal und jetzt müsst ihr mal gucken, was hier aus der Motorlüftung rauskommt. Kann ich? Ja, ich hoffe, die können das so sehen. Guck mal, wie das raucht. Seht ihr das? Boah, raucht das. Boah, das ist... Das ist Bohrersprit. Das ist Bohrersprit. Ich hoffe, ihr habt das gesehen, wie das gerade gequalmt hat, wie blöd. Das Lustige ist... Dreh mal das Ding. Die Kerze, die ist trocken. Die Kerzen sind trocken. Die machst du raus, die sind trocken. Der Sprit geht komplett irgendwo runter am Kolben vorbei in die Motorlüftung. Das ist heftig. Das hat richtig gequalmt, der Sprit. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich hab's gesehen von drinnen. Boah, deswegen. Der stinkt auch jedes Mal beim Starten, der Sprit. Aber jedes Mal. Mir kommt's vor, wie wenn da keine Kolberinge drin wären, ich schwör. Das heißt, wir rufen die Kunde an und fragen, ob wir es machen, dürfen tun.
Das geht an den Kolmering vorbei, weißt du, der Sprit, und dann kommt ein bisschen Kompression dazu, der schiebt das in die Entlüftung rein und oben kommt's raus. Vielleicht haben sie Scheiße gebaut beim Kolben einsetzen, weißt du, nicht Kolmeringe kaputt gemacht. Vielleicht haben sie Kolmeringe kaputt gemacht, aber alle vier. Ja, wenn das einer war, wo keine Ahnung hat. Komm, wir müssen Kopf runterreißen. Wir rufen erst an. Ich will erst. Stimmt, okay. Wir rufen den jetzt mal. Erstmal ist okay, weil, ob, ja. Weil es ist ja jetzt teurer wie gedacht und es sollte ja schon. Weil ja, eigentlich sollten wir nur gucken, dass er läuft eine Emo rein. Emo-Kabel bauen und gucken, dass läuft. Ja. Jetzt ist wieder Großbaustelle. Jetzt ist hier Großbaustelle wieder, wie immer. Typisch. Weißt du, ob sich das halt lohnt bei dem Auto, weißt du? Deswegen würde ich ihn erst fragen, weil ich meine, für das Geld alles, Kind hat sich blöd gesagt, ein originale G40 kaufen. Naja, aber vielleicht hängt er ja an dem Ding. Und vielleicht spielt bei ihm das Geld keine Rolle, weißt du ja nicht, ne? Ja. Wir rufen den mal an. Alles klar. Hast du Mikro an überhaupt? Ja, Mikro. Ich muss dich fragen lieber jedes Mal. weil Justin hat es schon so oft vergessen. Also Leute, ihr habt es ja gesehen. Wenn wir starten, ne, wenn ich die Düse anstecke, kommt hier aus der Motorlüftung der Bohrersprit raus. Ja. Also, noch nie gehabt sowas. Wirklich, noch nie gehabt. Kompression hat sich auch nicht geändert, dadurch, dass wir andere Nocken rein haben. Es hätte wenigstens um Einbau oder was wenigstens mal höher gehen müssen. Ja, auch mit dem Lockern. Ja, weil das sind krasse Nockenwellen, das sind hier 290er Wellen oder weiß der Geier was. Und 276, oder 276, ja, auf jeden Fall haben die eine viel längere Überschneidung. Ne? Das ist, da muss ich was ändern. Muss ich ja was ändern von der Kompression. Ne? Definitiv. Ne? Ich sehe ja den Unterschied von den Nockenwellen, siehst du. Die bleiben viel länger auf. Ne? Und da hat sich auch nichts geändert. Das heißt, da geht irgendwo, die Kompression geht komplett irgendwo flöten. Da kannst du machen, was du willst. So, wir rufen den jetzt mal an. Was ist los schon wieder? Wir haben schon wieder Geschenke bekommen. Alter. Also, das ist brutal, was wir die letzte Zeit bekommen, gell? Wahnsinn, ne? Ja, Leute, jetzt wollen wir hier weitermachen eigentlich. Marina war noch kurz da und jetzt kommt die Post und wir kriegen hier schon wieder lauter Geschenke. Und was für geile Sachen, ohne Scheiß. Willst du es zeigen? Willst du das eine Paket? Nee, oder? Komm, du. Soll ich es zeigen? Ja. Als erstes müssen wir uns noch bedanken beim Eiermann. Ja. Unser Corrado, Herr Eiermann, der hat gestern uns Eier geschickt und hat uns ein Bild geschickt mit seinem Huhn. Das ist so geil, der Wiener Mann. Servus und habe die Ehre, Goggles, Homos, schreibt er. Herzliche Grüße vom Eiermann aus den schönen Oberpfalz, Bayern. Ich habe für jeden von euch ein kleines Geschenk, nicht nur für Max und Justin. Ich hoffe, dass die Eier alle heil angekommen sind und damit keine Streitigkeiten entsteht. Habe ich auf den Schachtel euren Namen vermerkt. Für Goggle und Arnold sind altersgemäß die großen Eier bestimmt, zwecks Potenz. Für Max und Justin sind die kleinen Eier, weil sie sind altersbedingt noch besser im Saft. Das ist ein Spaß, Ding. Ich lese das gar nicht mehr weiter. Auf jeden Fall frohe Weihnachten, bla bla bla. Eiermann, du bist der Brutalste, echt. Die Eier sind alle heil angekommen. Und ich habe mir gestern sogar ein Omelette gemacht. Weißt du, was ich gestern gemacht habe mit den Eiern? Schelle Spinat mit Kartoffeln und gekochtes Ei dazu. Boah, voll geil. Aber Leute, es glaubt ihr nicht, du merkst wirklich diese frischen Eier direkt vom Huhn. Ja. Wie die im Laden, die schmecken anders. Ja, du merkst aber auch, dass der die anders da füttert so. Ja, ja. Das müssten wir eigentlich einrahmen, das Bild. So, und dann haben wir hier eben nochmal eins aufgemacht. Auch ganz lustig. Hallo Turbo-Goggle-Team, an Bayern ein paar Kleinigkeiten aus dem Spreewald und ein bisschen was vom Simpson. Macht weiter so, ist immer sehr sehenswert, euer Videos. Vielleicht sieht man sich mal wieder auf der Meile, Lausitzring, Bautzen, Welzow und so weiter. Winsterwalde ist ja leider nicht mehr. Ein paar Videos von der Meile habe ich auch noch. Grüße aus Lübenau, Spreewald, frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Tuning-Freunde, Freunde Spreewald. Insta Simpson Tagestreffen Kittlitz. Irgend sowas. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Und hier ist, guck mal, das ist auch geil, ne? Das ist geil. Ah, vor W-Garage-Schild. Das ist geil. Was wir Zeug kriegen in letzter Zeit. Hier haben wir Schlüsselanhänger. Simpson. Sonntagstreffen Kitzlitz. Irgendwas, ja. Schlüsselanhänger. Was ich nicht kapiere gleich. Ja, das ist hier was für Arnold. Stillschauen Sie. Ja. Da wird er sich freuen.
Hier haben wir Gurken gekriegt. Wir haben nur, warum nur Gurken? Ich weiß nicht, weil mir mal ich habe zu Max schon gesagt, ihr kennt ja draußen bestimmt den hier, Max Speedshop hier, der hier Gurkenautos hier verkauft und so Zeug, ne? Hier, der Gurkenmax. Ich habe schon gedacht, ob das nicht von Max kommt oder so, weil der ist ja hier. Gurkentuning und so ein Zeug macht er, ne? Also wir haben lauter Gurken. Ja, das ist halt auch brutal. Da ist wirklich in den einen Glas nur eine Gurke drin. Nur eine, aber was meinst du, wie die schmeckt? Wir könnten doch mal eine probieren, oder? Ja, müssen wir, dann können wir dann später probieren. Da ist nur eine Gurke drin. Ja. Das ist bestimmt irgend so eine Spezialität oder sowas, weißt du? Was kostet eine Gurke? Hier sind auch Gurken. Ich glaube, das Glas und das Hier sind auch Gurken. Qualität, aber die echten Currygurken, Senfgurken und Knoblauchgurken. Alter, das ist bestimmt geil. Ja, müssen wir mal probieren heute Mittag. Ja, die bleiben aber hier, gell? Ja. Die essen wir hier. Ja, ja. Wieder eine Gurke. Ah ja, für jede ist da noch was drin. Und hier haben wir Gurkenschlüssel. Alter, guck mal, Gurkenschlüssel. Wie geil. Ja. Das ist schon fett. Eigentlich geil, ne? Ja. Das ist voll lustig, ich finde die echt geil. Müsste mal Leonau ins schenken. Mensch, das blöde Telefon da heute. Justin, geh doch mal ins Telefon. Justin ist ja nicht da, ja, Alter. Justin ist fix und fertig. Ja, hier haben wir was. Ein riesen Dildo, oder was ist denn das da, Alter? Ja, ich weiß es Ach, nicht. Ach du Scheiße. Salami auf jeden Fall. Er hat mir ist gesagt, das eine Salami? Ja, er hat gesagt, wir sollen mal ein Stückchen Salami abschneiden vorhin, wo ich mit dem telefoniert habe. Boah, ist das ein Prügel, ey. Guck dir das mal an, ey. Das haben wir allerdings von... G40-Besitzer bekommen. Ja, von ihm, ne? Ja. Genau, hat er uns geschickt. Die Wurst. Hier was für Justin. Sei Nervennahrung, sei geiler selbstgemachter Schnaps oder was das ist. Medizin, sagte Justin immer. Ja. Er schmeckt aber wirklich wie Medizin. Aber er hilft auch. Ja. Dann hier noch eine. Ja, zwei. Taschentücher, wahrscheinlich werden wir rumheulen an seinem Auto, ja, oder was? Ja. Und die sind für dich, und das sind für dich Einlagen, dass du dich nicht einschaltest, wenn du mal... Du siehst ja bestimmt das Video. Kannst du mir sagen, was das zu bedeuten hat? Das ist eine Pampers. Aber für was schickt er uns solche Pampers? Ach, weil du immer als Beifahrer dich vielleicht so einscheißt? Soll ich die mal anziehen, wenn du fährst, oder was? Und ich zieh mir die Pampers an. Ey, lass doch mal so die anziehen und in den Nahkauf reinlaufen. Mit Schnuller. Ey, wer zieht denn solche... Ist das vom Altersheim, nee, so für die alten Leute, oder die was? Die alten Leute, wo nicht mehr halten können und nichts. Ja, das bestimmt nur, damit es... damit die Flaschen nicht kaputt gehen. Ja, oder weil er weiß, wir machen irgendeinen Scheiß damit. Den Justin ziehen wir es an, dann kriegt den Schnuller, weißt du, und dann kann einer noch Baby machen. Wir gehen alle in Nahkauf so einkaufen. Taschentücher, wie... Autos? Lieber 2 Promille als gar keine inneren Werte. Und 2 Autos, aber die schenken wir dem Leon. Oder eins der Zoe und eins dem Leon. Ja. Von Hot Wheels. Vielen, vielen Dank. Ja. Sonst sind an Arsch von Nur Pullover ist gekommen. Ja. Leider ist Justin nicht da, kann ihn nicht fertig machen. Es tut mir leid, Leute. Also der Rest wird nicht mehr vor Weihnachten jetzt kommen, die letzten paar Bestellungen. Ja, ich habe gestern 30 Pakete nochmal wieder weg, glaube ich. Waren über 30, über die kommen noch. Ja, abends 30 und morgens hast du auch nochmal 15, 16 weg. Ja, ja. Also gestern haben wir 50 Pakete fast rausgekommen. Und die anderen, wie gesagt, Max sagt vorhin zu mir, komm, lass uns die Pullover fertig machen. Aber wir müssen hier was arbeiten, wir können nicht nur die Pullover machen jetzt. Ja. Das geht nicht. Da muss man warten, bis wieder Justin kommt. Ist halt der will ja morgen wieder kommen, hat er gesagt, wenn er soweit für dich. Da hat die Wurst. Sollen wir die mal probieren? Ja, der hat gesagt, wir sollen mal schön Scheiße abschneiden. Ich hol mal ein Messer. Da habe ich mir schon gedacht, dass eine Salami kommt. Der Eiermann, den müssen wir hier hinhängen irgendwo. Ja. Der hängt mal da hin. Und dann kriegt er jeden Morgen immer eins auf die Rübe. Wenn er das Video sieht, schimpft er erstmal. Ja, lass ihn doch schimpfen. Der freut sich doch, wenn man schimpft. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Alter, ist das aus Holz oder was? Das ist Salami. Das ist doch kein Salami. Oder Met. Oh, die riecht richtig gut, ne? Irgendwas hat er gesagt. Ich weiß, wie das schmeckt. Ja.
Das ist dasselbe, wo der Ding letztens da war, der Udo. Und hat die Würste gebracht. Ach so, ja, ja. Ja, das genau ist so Mett, geräucherte Mett oder so. So ist das fünfmal so groß. Ja, und geschmacklich besser? Fast besser. Geil. Leute. Hey, das passt eigentlich schon. Mittag können wir Gurke essen und was? Stimmt. Und Rot. Ja, Brot müssten wir kaufen. Ja, das können wir noch machen. Ein paar Brötel. Jetzt gehen wir mal raus und schaffen mal was. Und mal die Lotta schafft auch was. Die macht halt Justin seinen Job. Lotta! Mäuschen! Lass mich doch in Ruhe. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Ja Leute, wir sind wieder da, ihr habt ja gesehen im Video, den Kopf haben wir runtergerissen und wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen, was aufgefallen ist, dass die Kopfschrauben so locker waren. Das ist uns aufgefallen. So, den Kopf haben wir runter, wir haben geguckt, Kopf ist dicht. Kolben sieht alles gut aus. Ich habe noch, heute Mittag haben wir noch gegrübelt, ne Arnold? Mittagspause haben wir gegrübelt. Wir hatten nur 4,5 Bar Kompression. Gestern. Und heute Morgen auch. Du bist ja schon um 12 gekommen. Und wir haben mit Max ja heute noch 1000 Mal Kompression geprüft. 4,5, der höchste hatte 5 Bar, glaube ich. 5,5 war der höchste. Oder 5,5. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt haben wir gegrübelt, was kann das sein? Wir hätten ja vorher eigentlich einen Druckverlusttest machen sollen. Haben wir nicht dran gedacht, wir Idioten. Ja. Weil da hätte man ja vielleicht gemerkt, wo er rauszischt. Ja. So, okay, haben wir uns gedacht, ist nicht schlimm. Verdichtung könnte man auslittern. Vielleicht haben die mal da falsche Kurbelwelle eingebaut oder was weiß da nicht, dass der Kolben tiefer sitzt. Kann ja sein, ne? Dadurch verlierst du auch die Kompression. So, dann haben wir uns ja überlegt, wenn ja so viel Sprit drin war, hat es die Kolberinge vielleicht ausgespült. Ne? Dadurch verlierst du natürlich auch die Kompression. Arnold sagt,
lass uns ein bisschen Öl auf die Laufbuchsen drauf machen. Bringt dir aber nichts, dann wissen wir es immer noch nicht an zu 100%. Weißt du, was ich meine? Das habe ich dir versucht zu erklären. Das musst du ja in dem Zustand so... gut, ein bisschen Öl brauchst, ist ja klar, ne? Ach so, hätte man die Kolberinger ausschließen können, oder? Ja, aber was ist, wenn der dann richtig... Weißt du, das Öl wird ja dünner, wenn der Motor warm ist und alles, weißt du, dann hast du an nicht mehr so... Ja, nur beim Messen. Das muss auch so gehen, der muss ja so Kompression haben. Weißt du, wie ich meine? Der muss auch so haben. So könnte man die Kolberinger ausschließen, wenn man mal ein bisschen Öl reintut. Und bevor man die Kolben... Auf jeden Fall habe ich zu Max gerade gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen jetzt die alte Kopfdichtung. Wir stecken die jetzt einfach da drauf, so wie sie ist, den Kopf drauf und ziehen den einfach provisorisch nochmal fest, den Kopf. Und machen nochmal einen Druckverlusttest und versuchen es nochmal mit einem anderen Kompressionsprüfgerät. Wir haben ja 3-4 Stück. So, Leute, ihr werdet es nicht glauben, das ist eigentlich schon mysteriös. Ne? guck mal daher. Wir haben den genommen, wir haben den kleinen genommen, ich habe den anderen. Gut, der andere ist ja nichts, aber er hat ja überall jetzt dasselbe angezeigt. So. Wir haben den Riemen einfach jetzt mal da drauf gesteckt, die Schraube ganz leicht hier angezogen, nur damit wir Kompression prüfen können. Und siehe da, wir haben jetzt Kompression. Maximus, ne? Ja. Das haben wir blöd geklotzt. Ja, da haben wir blöd geschluckt. Das haben wir richtig blöd geguckt. Arnold! Ja, geh mal kurz her, wir müssen das ja der Zuschauer nochmal vorführen. Das müsst ihr gesehen haben. Hock dich mal ins Auto rein. Arnold, darfst du dich mal hinsetzen. So, wir haben wirklich kein Öl rein auf die Buchsen, nichts geschmiert. Jetzt mach mal, erster. Ja? Oh, jetzt ist das abgehauen. Alter, 10. Fast 10. Und das war der erste zu mir. Und das war, wo eigentlich am schlechtesten war, ne? Ja. So, oder? Warte mal. Das ist ein Klopfsensor. Nein, ich musste. Das ist schon ein bisschen mitgenommen, das Teil, aber das, auf das ist Verlass, ehrlich. Das, was haben wir mit dem Ding schon alles gemessen, ne? Ich meine, ein Bar hin oder her, weißt du? Ja. Der eine hat ja das gleiche angezeigt. So, Nummer 2. Ja, der hat jetzt wieder weniger. Grad. Ein bisschen. Aber schon viel mehr wie ganz am Anfang, weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt machen wir den dritten. Mach mal. Der hat jetzt auch schon wieder weniger. Jetzt hat er wieder weniger. 6. Mach nochmal jetzt, der 4. 6. Hey, jetzt hat er nur 6. Ey, da hat er gerade noch 10. Ja, der erste hat ja auch 10 gehabt. Mach jetzt nochmal der erste. Die hatten gerade noch 10, die hinteren. Ja, mach mal der erste jetzt. Jetzt? Der hat er, der geht. Soll ich nochmal machen? War das der oder der? Ja. Mach mal. Nee, der kommt jetzt nicht mehr höher. Der kommt jetzt nicht mehr höher wieder. Und jetzt? Keine Ahnung, war unsere Methode für den Arsch. Nochmal. Bisschen mehr, ne? Kann das sein? Jawohl, fast gleich. Nee, fast gleich. Jetzt der 4. 6. War da doch ein bisschen Öl drin oder so? Zum Runterheben? Ist da was reingelaufen? Nee. Da war kein Öl drin. Da war kein Öl drin. Mach nochmal. Aber der hat jetzt. Der erste hat jetzt. Was soll das denn dann sein? Mm-hmm.
zum Zündkerzchen noch. Dann hätten wir automatisch mehr Kompression, weil dann die Kolberringe mehr abdicht. Ja, darum geht's. Dann wissen wir doch, dass die Kolberringe sind, oder? Ja, genau. Ich weiß, was du anderen meinst. Bevor wir anfangen, den Kolben rauszuziehen. Aber am ersten hat ja kein Mensch was gemacht, da hat keiner Öl reingefüllt oder sowas. Und vorher, der hatte jetzt vorhin 8 und der hatte 10. Auch. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt geben die wieder nach. Wird verrückt. Ich werd verrückt. Klar machst du, wenn du da jetzt Öl rein machst, dichtest du die Fläche ab. Ja, es aber ist wenn klar. Wenn er Kompression hat, dann wissen wir, dass es die Kolbring sind. Oder nicht? Wie, wenn er Kompression hat? Wenn er dann 10 hat, mit dem Öl. Ja, aber der muss ja auch so Kompression haben. Kann ja nicht sein, dass der... Ja, dann sind doch die Kolbring kaputt. So haben wir früher die Kolbring. Ja, aber wie kann das sein, dass wir den Kopf runter machen, stecken einfach wieder drauf und der hat auf einmal wieder mehr? Das ist unlogisch. Ja, also meine Vermutung, gut, wir haben den jetzt nicht arg festgemacht, den Kopf. Meine Vermutung ist, dass er zwischen den Stegen an der Kopfdichtung von einem Zylinder auf den anderen drückt. Haben wir keine andere Dichtung? Ja, dann machen wir doch Lufttest. Druckverlusttest. Ja. Müssten wir jetzt mal machen. Das machen wir jetzt. Dann haben wir keine andere Dichtung. Dann hört man das ja, da muss ja irgendwo die Luft ja hin. Verstehe ich mein? Ja. Die muss entweder aus der Motorlüftung rauskommen oder zum Auspuff hinaus oder zum Einlass oder so ein Schwung. Das machen wir jetzt mal. Ja, Leute. Aber guck mal, wie der die Luft am vorbeidrückt. Alter, bist du das? Das ist heftig. Dann guck mal wieder auf die Kamera. Brutal, oder? Ach du Scheiße. Was ist das jetzt drin? Ja. Also Leute, er schießt jetzt die Luft komplett an der Kolberringe vorbei in die Ölwanne. Da sind die Kolberringe schon. Aber extrem Schrott, weil wir hatten ja schon ein paar Mal solche Fälle gehabt, wo die Zylinder vollgelaufen sind mit Sprit. Ja. So, da haben wir natürlich den Sprit alles raus und haben frisches Öl rein und sofort gestartet. Die Autos sind sofort gelaufen, da hat es ja sofort Kompression gehabt. Es kann ja nicht sein, nur weil du den Ölfilm jetzt wegwischt mit Benzin, dass der so wenig Kompression hat, dass der Motor gar nicht mehr anspringt. Das kann ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Kann doch nicht sein, dass du jetzt Öl auf die Laufbuchse tun musst oder zwischen die Kolberringe dann laufen lassen, damit das Öl von der Ölwanne, sag ich mal, hochschleudert und dann erst die Kolberringe abdichtet. Kann doch nicht. Der muss auch so abdichten. Gesehen, Arnold. Hast du das gesehen? Nee, ich war oben. Guck mal. Boah. Die Luft geht einfach so am Kolben dran vorbei. Am Kolben vorbei? Am Kolben vorbei nach unten in die Ölwanne. Und hier ist ja die Öffnung, wo das Öl hier runterfließt. Und dort drückt das ganze Luft raus. Da sind zu 1000% die Kolben undicht, also die Kolbenringe. Können die Kolbenringe so gefickt sein? Gebrochen oder was? Das werden wir noch sehen. Das hat er, oder haben sie schon beim Einbau damals einen Fehler gemacht? Da haben die beim Einbauen die Weil beschädigt. Er ist ja noch nie richtig gelaufen, seit Ehrenhardt. Aber warum hatte der vorhin kurz mal mehr Kompression? Weißt du? Warum hatte der mal kurz mehr? Da hat er kurz ein bisschen Öl gehabt. Stellen sie sich quer, Kerbe auf Kerbe, aber so viel geht doch nicht dran vorbei. Mhm. Die Kolbering, das glaube ich nicht. Anno, zieh das mal kurz ab. Ich will mal die anderen versuchen. Was treibst du dann? Du sollst den Schlauch nicht runterziehen, du sollst das Ding ab. Ich hab da ganz schön eine rote Kopf bekommen. Das siehst du nicht auf die Kamera. Jetzt testen wir mal den anderen Zylinder. Anna, du kannst ruhig reden, was, gell? Warte, ich bin noch nicht so weit. Der Arnold redet nicht viel, weiß. Doch, letztens Mal, wo ich krank war, hat er viel geredet. Das hat jedem gefallen. Der hat ja bestimmt was gesoffen gehabt. Babbel. Arnold, morgen trinken wir einen, gell? Morgen, ja. Oder zwei.
Warum geht denn so blöd neider? Sind keine Hunde, oder was? Jetzt. Ja, Leute, jetzt habt ihr was zum Mitfiebern hier. Achtung. Anhalt, Telefon, Auslass. Er drückt der Auslass, warte mal. Das blöde Telefon. Und dann ist der Kolbe oben, dann schießt er voll nach unten. Warte mal. Auch. Ja. Auch. Aber voll. Das ist ja das, wo du beim Starten noch ganz normal, du hast schon gestartet und der hat ja schon nach Benzin gesprungen. Das Benzin fließt an dem Kolben vorbei. Das ist wie wenn da überhaupt keine Kolbenringe drin wären. Das ist Wahnsinn, oder? Da können wir drauf gespannt sein, wie das nachher aussieht. Was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr erklären in diesem Fall. Nee. Geht nicht. So wie das da durchschießt. Wir haben Kopf hier unten gehabt und haben den hier auf der Werkbank und haben Spritneilauf oder so und alles. Ist dicht. Kopf ist alles dicht. Und du siehst, es schießt hier nach unten, in den Motor, am Kolbe vorbei. Brutal. Mhm. Ja, aber dann wissen wir es jetzt wenigstens. Also ziehst du mal ab. Wir könnten ja, Arnold, ein bisschen Öl rein tun, aber was bringt uns das jetzt? Das darf ja so in dem Zustand auch nicht sein. Aber dann müsste man es halt ganz genau. Du tust das mal für einen kurzen Augenblick, tust du das abdichten durch den Ölfilm. Ja. Weißt, aber wenn der Motor ja heiß wird, ne? Klar wird das ein bisschen geschmiert von unten, aber ja nicht so extrem. Das kann ja nicht. Der Motor muss ja auch so seine 10 Bar Kompression haben. Lass das 8er sein, weißt, mit 8er muss er aber. Mit 4-5 Bar läuft er nicht? Ja, freilich nicht, aber so wüsste man, dass die Kolbering sind. Ja. Kolberinger Besteller. Ja, erstmal auf jeden Fall die Kolben ziehen und angucken. Ja. Vielleicht sieht man ja schon. So, Max, Öl raus. Vielleicht sind da die Kolben gebrochen. Ziehen. Weißt du, an den Stegen. Kann ja sein, dass die Kolben auch gebrochen sind. Oder irgend sowas. Ach du grüne Neune. Wir hätten das gleich vorhin machen sollen, weißt du, bevor wir den Kopf runtergerissen haben. Aber ist ja jetzt egal. Ist ja Gott sei Dank nur so ein Spielzeugmotor. Dann hast du ja gleich wieder den Kopf drauf gemacht. Ob es jetzt die alte Dichtung ist oder nicht, aber jetzt siehst du es ja wenigstens. Ja. Auf der Dichtung hast du ja auch nicht. Ich hab ja gedacht, dass er von Kanal zu Kanal, weißt du, von Kolbe zu Kolbe rüberschießt. Aber dann hättest du ja was gesehen. Ne? Und dann hättest du ja überall sein müssen. Ja, aber du hast ja da nicht groß was gesehen. Der Kopf war zwar nicht echt fest vorher, aber. Ja, hilft ja nichts. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Kopf runter, Ölwanne runter und mal die Kolbe ziehen, dann wissen wir es. Und was ist, wenn man da nichts sieht? Dann machen wir einen anderen Motor. Dann machen wir neue Kolberinge rein. Ja, dann einen Satz neue Kolberinge rein, dann muss das Ding doch wieder rennen, das gibt's ja nicht. Da muss ja was sein, es muss ja was am Kolbe sein, kann ja nicht. Kann ja nicht. Ja. Die Kompression muss irgendwo hin. Ja. Klar, wie gesagt, wenn du einen neuen Motor baust und so, du schmierst ja auch ein mit Öl und alles, ne? Und schiebst ja schön den Kolben rein. Aber wenn der Motor ja warm gelaufen ist, alles, weißt du, ja, die Wände sind ja danach schön glatt und alles, ne? Und der Kolbe ist ja untenrum nicht voll gefüllt, außen mit. Ja doch, du hast ja zwar den Ölabstreifring, aber dadurch dichtest du doch das nicht so brutal ab. Kolbering-Stoßspiel vielleicht zu groß? Nee. Na ja, warte mal, abweisen ja, könnte. Was kommt, wenn man es voneinander macht. Könnte. Voneinander bauen. Aber so extrem, weißt du? So extrem. Und jetzt wissen wir, warum der gelaufen ist, warum der mal kurz gelaufen ist. Das Thema haben wir ja auch schon gehabt. Weil der so voll geflutet war noch. Der war ja noch in der Ursachbrücke geflutet. Und dann hat er das mit eingezogen und hat oben wahrscheinlich, war der Kolbe noch voll mit Sprit und hat das noch dazu abgedichtet. Genau. Und hat das Volumen auch noch gefüllt, bis du dazu, weißt du? Dann hast du automatisch auch wieder mehr Kompression. Und dann ist der ja gerade noch so mit Vollgas, ist da irgendwie noch ein bisschen gelaufen.
Scheiße gelaufen ist er. Ja, ja richtig die Scheiße gelaufen. Aber er ist gelaufen. Aber er ist mal gelaufen. Ja, ja. Gut, hilft doch nichts. Kolbe rausnehmen, gucken. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Leute uns da jetzt für blöd erklären. Was machen die da schon wieder? Ich bin gespannt, wie die Kolbering aussieht. Das interessiert mich. Ja, müssen wir Platz machen und auf die Bühne stellen. Aber irgendwann verzweifelst du, das gibt's doch nicht, ne? Vor allem, warum hat er auf einmal mehr gehabt und dann mal weniger? Kann ja halt nur, wie gesagt, durch das Volk füllt er sein mit Sprit, ne? So wie du es gesagt hast. Ja. Ja. Das war das Einzige, wo ich mir erklären kann. Ja. Und dann hat er einen abgedichtet. Schon wieder Pakete? Ja. Ciao. Was ist noch wieder Geschenke, ne, oder? Hast du was bestellt, Max? Ja. Was denn? Das geht sich nichts an. Meine Weihnachtseinkaufe über dein Konto. Über Firma? Ja. Nein. Von Arnold für das silberne Goldparteile. Ah, okay. So, Leute. Also, wir ziehen jetzt mal die Kolben. Kann ja nicht sein, dass das so viel an den Kolben dran vorbeigeht. Kann nicht sein. Völlig unmöglich. Wäre mir echt neu. Ich weiß, dass der G40 wenig Verdichtung hat. Der hat, glaube ich, serienmäßig 8.0 oder sowas. Aber Kompression muss trotzdem da sein. Kann nicht sein. Da stimmt was mit den Kolbenringen nicht. Und so wie uns der Kunde von dem Fahrzeug gesagt hat, das Auto so gekauft, die haben das nie zu laufen gekriegt. Die haben nichts in eine andere Werkstatt gestellt, in der Tuning-Werkstatt. Und diese Tuning-Werkstatt hat zu uns das Auto hingestellt, weil er gesagt hat, er hat die Schnauze voll, er kriegt es nicht hin. Und sie suchen, sie haben gesagt, der Kabelbaum wäre kaputt und was weiß dann ich was. Das Auto springt mal an und mal nicht. Ja, und wie gesagt, wenn der dann halt flutet oben mit Sprit, haben wir vorhin schon erwähnt, dann hast du automatisch natürlich mehr Volumen, sag ich mal, auch mehr Kompression, ne? Und dann ist der halt mit Mühnot irgendwie, zwar halber versoffen, aber irgendwie ist der so ein bisschen vor sich dahin getuckert mit Vollgas. Und ja, wir ziehen auf jeden Fall die Kolben. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir jetzt heute noch irgendwas aufnehmen oder ob wir jetzt hier damit Schluss machen. Ich weiß noch nicht, wir werden es sehen. Ich mache hier erstmal einen Cut. Oh, Leute. Max hat die Kolbe gezogen. Ja, nicht mehr drin. Alle weg. Mach mal langsam mit der Kamera. Du bist schon viel zu schnell. Laufbuchse sehen auf jeden Fall alles gut aus. Aber wir hatten recht. Wir hätten eigentlich gestern schon drauf kommen sollen, ne? Ja, aber der Kopf war so voll, dass du dann in die ganz falsche Richtung denkst. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Du bist hier voll im Krieg und das und da hast du alle Fehler im Kopf und suchst und suchst. Und eigentlich hätte man das... Das Komische war, dass er ja mal kurz Kompression hatte und mal kurz nicht. Ja. Wahrscheinlich da, wo er geflutet hat, ne? Da kurzzeitig oder irgendwas hat er dann... Ja, es ist, wie es ist. Wir haben es auf jeden Fall gefunden. Es sind die Kolbenringe. Es sind die Kolbenringe, Leute. Die sind bombefest. Das ist der einzige, wo, glaube ich, locker ist, gell? Ein bisschen, ja. Die anderen sind bombenfest. Da bewegt sich gar nichts. Null. Nada niente. Ja. Die können sich ja gar nicht ausweiten in der Laufbuchse. Siehst du das? Scheiße, zu schnell mit der Kamera. Das spiegelt so komisch. Ja, lieber so. Jetzt. Ja. Und die sind auch ganz schön abgenutzt, ne? Ja. Ja. Ja, also die sind komplett fest. Mir kommt das vor wie so ein neuer TFSI-Motor oder sowas, weißt du? So, wo so verkohlt ist. Hätte ich nie gedacht, dass bei dem alten Motor die Kolbenringe so fest sind. Nee. Ja. Auf jeden Fall sitzen die Kolbenringe fest und können sich nicht auseinandergehen, dehnen und an die Laufbuchse anpassen und abdichten. Ne? Die sind zusammen für immer und ewig fertig. Und jetzt geht halt die ganze Kompression an den Kolbenring dran vorbei, so wie wir das abgedrückt haben mit der Luft. Das ist das Problem. Wir haben jetzt Kolbenringe bestellt. Ich guck mal, der Jan hat gesagt, der ruft noch zurück, ne? Ob es da Unterschiede gibt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die da rausbekommen, vorsichtig. Und machen die Kolben schön sauber, weil die gehen ja, die Laufbuchsen gehen ja auch. Und dann bauen wir das wieder zusammen, dann sollte es doch wieder funktionieren, Maximus. Ja, muss ja funktionieren. Aber krass, guck mal, wie fest die sind, Alter, da geht gar nichts mehr. Warum an so ein... Ist der irgendwo lang gestanden oder was? Weißt du, der Motor? Was suchst du? Ich such irgendwas Spitzes. Oh, der hat sich jetzt mal bewegt.
Aber das ist nur der Ölabsteuerring. Aber hier ist Ende hier, ne? An den, guck mal, da geht gar nichts mehr. Dann brichst du das Messer ab. Krass. Fehler gefunden, Leute. Fehler gefunden. Warum nicht gleich so, ne? Ja, meistens. Hätte von Anfang an keine Komposition gehabt, dann hätten wir gleich gesucht. Ja. Aber da er auf einmal wieder komischerweise ein bisschen hatte, haben wir uns bald tot gesucht. Ja. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Kam noch irgendwas? Kam noch irgendwelche Geschenke? Nein, nichts mehr, gell? Nee, wir haben, glaube ich, heute alles erzählt, oder? Oh, ja, stimmt, da war einer aus Südtirol noch hier, ne? Der, wo meine Sitze geholt hat. Ja, und der hat uns 2 Jackie-Flaschen wiedergebracht. Das war, aber der hat ja letztens schon 4 geschickt. Das waren jetzt 6 Jackie-Flaschen. Ja. Wenn du Jackie hörst, bist du da, gell? Ja. Arnold, trink mal einen. Also ich und Gorgi trinken heute einen, oder? Heute? Ja. Ich muss eh warten bis um 7, bis mein Golf kommt. Die hat er uns jetzt extra gebracht, weil mir hatte ja Display gegeben, weil mir hatte ja keinen bekommen, wir 2, sondern nur Justin und Max. Guck mal, der Arnold gönnt einem gar nichts. Das hat er jetzt gesehen im Video. Wahrscheinlich. Und jetzt gibt's Daumen nach oben. Jetzt gibt's definitiv Daumen nach oben, ja. Danke nochmal. Arnold hat auf jeden Fall 2 Wochen Alkoholverbot, was ist Verbot, nicht? Du selber auferlegtes Alkohol. Ja, von sich selber aus, ne? Du hast gesagt, ich mache jetzt mal 2 Wochen mal nichts. Ja. Eine Kur. Ja, weil und Arnold hat schon Dämonen gesehen, alles. Und morgen ist vorbei. Morgen dann. Und morgen Abend um 12 Uhr hat er gesagt, ist vorbei, da trinkt er. Nee, heute Abend um 12. Ah, heute Abend? Ja, dann weil morgen, also heute Abend um 12, trinkt er bestimmt schon der erste Jackie Cola. Hab ich auch gesagt, hat er schon Wecker gestellt. Oh. Geil. Leute, ich glaube, das war's für heute. Eigentlich wollte ich gestern schon an Audi rangehen, ne? Ja. Und wollte die Nockenwelle-Verstellung aktivieren, habe es nicht geschafft, weil der Polo uns so den Kopf gefickt hat. Ja. Aber jetzt wissen wir's. Ich habe gesagt, ich will wissen, was da los ist. Vorher fange ich nichts anderes an. Ja, jetzt warten wir mal auf Teile und jetzt kann ich endlich an den Audi ran. Die Nockenwelle-Verstellung raus und noch ein paar Runde fahren auf jeden Fall. Ja. Aber ob es was wird die Woche, weiß ich nicht. Draußen schifft's schon wieder. Morgen ist doch Regen gemeldet. Das war schon gemeldet, schon jetzt doch Regen. Ja, also Leute, nicht böse sein, wir können nicht fahren. Das Wetter ist echt beschissen. Das ist total beschissen. Kannst du nicht fahren. Ja, kannst hier nur mit so, weiß nicht, 100 PS Auto fahren oder sowas. Aber keine 600. Kannst du mal eine Runde mit meinem Dieselgolf fahren? Der steht schon so lange. Mit meinem Dieselgolf. Stimmt, der steht schon, weil. Ne? Wann kriegst du deinen Führerschein eigentlich wieder? Mitte, denke ich. Wann Mitte? Mitte Januar erstmal. Ja, aber haben die nicht gesagt, die schicken dir den erstmal jetzt? Ah ja, Mitte Januar erstmal. Ah, okay. Ah ja. Also, das war's, oder? Ja. Das war's für heute. Ich glaube, das gibt eh noch ein langes Video. Ja, weil wir haben genug gefilmt heute. Ist richtig viel gefilmt worden. Blöde G40. Ich mache auf jeden Fall wieder. Wir haben ja. Was ich noch sagen wollte, siehst du. Wir haben. Also ab Freitag, haben wir schon erwähnt, haben wir zu. Ja. Aber wir sind da zu Hause. Ne? Vielleicht, wenn die Kolberin kommen, kann sein, dass ich, wenn es mich nächste Woche packt, dann schraube ich den G40. Kann auch sein, wenn die morgen da sind, dass ich schon dran gehe. Dass du dann den Rest machen musst. Ne? Vielleicht. Ja. Dann läuft das Ding vielleicht morgen Abend. Ja. Und wir wollten, gut, weiß nicht, ob wir morgen jetzt, sollen wir jetzt schon allen vielleicht frohe Weihnachten? Ja, wir wünschen frohe Weihnachten. Also Leute, genau, das wollten wir von uns allen einfach, Leute, frohe Weihnachten auf jeden Fall, falls wir es vergessen im nächsten Video oder was auch immer, von uns allen hier, Justin ist ja leider nicht da, feiert schön Essen mit der Familie, unternimmt was. Und gute Rutsch auch. Gute Rutsch, aber da können wir bestimmt noch irgendein Video machen. Ich habe ja gesagt, ich mache ja vielleicht mal ein Video aus meiner Halle. So. Du aus deiner Halle? Ja, und schick dir das, da kannst du was schneiden. Ja, kann man so machen. Was ich treibe. Auf jeden Fall nochmal, Leute. Frohes Neues auch, ne? Und feiert schön. Genießt die Zeit, auf jeden Fall. Mit der Family. Genau, Leute. Ja. Ja. Und nicht so viel Alkohol trinken. Langsam machen. Langsam machen mit dem Alkohol trinken. Ist nicht gut. Arnold winkt schon. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.